Hi Musik- und Technikfreund, mein Name ist Chris und du schaust gerade meine Videoreihe TC Helicon Voice Live 3 Extreme. In diesem Video zeige ich dir ein auftretendes Problem, falls du Ableton oder Logic zum Steuern deines Voice Live benutzt, bei In-Ear-Monitoring und Clicktracks. Wenn du diverse Songs hast und bei einem Songwechsel ungewollt eine Bassstimme ertönt, hilft dir nur für kurze Zeit, dein Voice Live neu zu starten, da dieses Problem wieder einmal später auftreten wird. Um dieses Problem endgültig zu beheben, musst du dein Gerät mit dem Voice Support 2 synchronisieren. Sobald der Synchronisierungsvorgang abgeschlossen ist, kannst du die Blank Preset bei der Suche eingeben, kopieren und so traurig wie das jetzt klingen wird, alle vorinstallierten Presets von TC Helicon, die du eingestellt oder abgeändert hast, löschen. Dann kannst du die kopierte Blank Preset, je nachdem wie viele Songs du hast, wieder einfügen. Du kannst zumindest hier schon deine Songtitel beschriften. Diese neu erstellte Liste musst du jetzt auf dein Voice Live 3 senden, indem du Apply Change klickst. Jetzt werden die neuen und leeren Presets an dein Voice Live 3 Extreme gesendet. Leider musst du alle deine Songs auf deinem Gerät neu programmieren und einstellen. Am besten erstellst du dann danach mit dem Voice Support noch ein Backup. Dieses Problem mit der auftretenden Bassstimme hat sich für alle Zeit erledigt bei der Steuerung mit Ableton, Logic oder anderen Dienstprogrammen. Du kannst sicher gehen, dass bei der nächsten Performance alles glatt läuft. Aber das solltest du auf jeden Fall nochmal vor deinem Auftritt überprüfen. Wenn dir dieses Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Noch mehr über ein Abo und nicht die Glocke vergessen. Bis zum nächsten Video. Ciao.